Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Es ist gar nicht allzu lange her, da haben wir die neuen Austrittszahlen gehört. Fast 900.000 Menschen sind aus beiden großen Kirchen ausgetreten in Deutschland, aus der katholischen und aus der evangelischen Kirche. Das ist nicht gerade wenig, aber es ist auch nicht sonderlich verwunderlich oder irgendwie unerwartet. In unserem Garten, da dreht sich seit kurzem ein Windrad, genauer gesagt seit letztem Samstag. Es ist ein sehr schönes Windrad und es zeigt etwas an. Es zeigt etwas an, aus welcher Richtung der Wind weht und wie stark er weht. Und es zeigt natürlich auch ganz deutlich an, wenn Windstille ist. Und so ein erfrischender Wind, der ist ja tatsächlich etwas sehr Angenehmes. Gerade dann, wenn lange Zeit Windstille geherrscht hat, wenn die Sonne runtergebrannt hat und es immer heißer wird und man sich nach einem frischen Lüftchen sehnt. Dieses frische Lüftchen, diesen frischen Wind, den wünsche ich unserer Kirche, unseren Kirchen, den Institutionen, dass sie sich verändern und merken, dass die Institution alleine Kirche nicht ausmacht. Dass wir auch in den Gemeinden vor Ort merken, dass Kirche viel mehr ist als das, was in der Vergangenheit liegt, sondern Kirche muss im Hier und Jetzt existieren. Kirche heißt, ich bin willkommen. Egal wer oder was ich gerade bin, Kirche heißt aufeinander zugehen, gerade auf Menschen, die neu da sind. Kirche bedeutet, einfach unkompliziert Menschen aufzunehmen, nicht danach zu fragen, bist du evangelisch, bist du katholisch oder bist du sonst irgendwas anderes. Nein, Kirche heißt einfach, ich bin da. Ich bin da für meinen Nächsten. Und es ist sehr spannend, dass so viele Menschen aus den Kirchen austreten, wo die Sehnsucht nach Spiritualität nie größer war, als sie momentan ist. Suchen wir doch mal nach dieser Spiritualität. Suchen wir nach dem, was Kirche ausmacht, nämlich das Feiern der Gemeinschaft von Jesus Christus und das Leben. Nach den Regeln und auch nach dem Vorleben, das er oder nach dem Leben, das er uns ja selber vorgelebt hat. Indem er auf Menschen zugegangen ist, auf die sonst keiner zugegangen ist. Indem wir vielleicht Menschen akzeptieren, wo es uns ansonsten schwerfällt. Wo wir vielleicht mal nicht fragen, wer ist denn das, sondern lieber fragen, wer bist denn du? Mit offenen Herzen, offenen Augen, offenen Ohren und einem wachen Verstand. Und dem Bewusstsein, dass Kirche nicht heißt evangelisch oder katholisch oder was auch immer, sondern dass Kirche die Kirche Jesu Christi ist und nach ihr leben sollte und nicht nach den ganzen Verwaltungsvorschriften, die uns oft im Wege stehen. Für einen frischen Wind von Nächstenliebe und Heiligen Geist. Für eine Kirche Jesu Christi. Selber Bote sein. Komm, sag
es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. In diesem Sinne, seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, eure Pfarrer an der Evangelischen Studierendengemeinde in Erlangen.